Die sehen schon lustig aus durchs Adlerauge. Okay. Ich weiß gar nicht, mache ich jetzt eine Aufnahmesession oder... ja, dann nehme ich, mache ich mal Aufnahmesession hier, nicht einzelne Folgen, aber ungefähr hier wird jetzt der Schnitt sein. Und dann geht's mal weiter. So, go, go. Hoch, hoch. Schon lustig hier die Parcours. Boah, bin ich fertig. Ach ja. Boah, ich schwitze hier auch wie so ein Bekloppten, ey. Kommt zu mir! Hör hoch hier. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Das ist auch toll. Ich fange mich auch mal mit meinen Händen bei einem Sprung über 300 Meter. Hey, ein Jerusalemkreuz. Runter, nicht hoch. So, jetzt go, go. Go, go, wake me up. So, wo sind wir denn jetzt? Hier waren wir doch schon mal heute. Waren das nicht unsere Ziele? Hier waren wir doch gerade, wie wir den einen Gedenkstart belauscht haben. Oh, nee. Nee, weiß ich gar nicht. War es hier? Nee, glaube nicht. Egal. Ja, was macht man jetzt? Oh, Alter. Boah, bin ich müde, ey. So, ach ja, fällt mir gerade auf. Da muss ich gerade mal aufstehen und mein Tablet holen, weil ich habe ja jetzt, habe ich ja von dem Infoprojekt erzählt, was ich da gemacht habe. Uah, da bin ich wieder. Und da muss ich gerade mal hier mein Internet anmachen. Also mein WLAN am Tablet. So, go, jetzt spiele ich wieder eine Runde, während sich das hier mal hochfährt. Malik, Und da habe ich es, glaube ich, eh schon als sollte ich habe Startseite. Talal gefunden. Ich bin bereit für meine Mission. Diese Entscheidung liegt bei mir. Nun gut, Folgendes habe ich erfahren. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Sklaverei. Ein Lager in der Barbakane nördlich von hier dient ihm als Basis. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an, wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein, aber es muss reichen. Nein, aber es muss reichen. So, ich glaube, wir sind fertig. Sagt er uns jetzt hier noch irgendwas? Boah, also ich wollte ja gerade sagen, ich habe ja dieses Infoprojekt gemacht und da muss ich mich gerade mal einloggen. Gut, bereitet euch vor, weint still in der Ecke. Tut, was ihr immer tut, bevor ihr ans Werk geht. Aber tut es leise. Aber tut es leise! So. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ich war richtig pickepacke voll. Der Riefstreit mit Verdi, Amazon bleibt hart. Ah ja, Pornofilter über für britische Internetserver. Server. Was? So, weitermachen, weitermachen. Ja, das war ja diese Aktion hier, wo ich mir Themen suchen kann. Und hier sehe ich gerade schon Kameruns Pläne gegen Netzporno. Was? Werbung? Ah ja, genau, nee, braucht ihr das? Braucht ihr nicht. So, ich mache trotzdem mal Werbung. Nandom.de. Das random bloß mit N. Kurz anmelden, kurz Link bestätigen und dann kriegt ihr aktuell ja zufällige Headlines mit Link auf den kompletten Artikel bei der jeweiligen Zeitung. Ich habe aktuell jetzt noch nicht so viel Zeitungen eingetragen. Oh je, der hat uns gesehen, würde ich sagen. Sollte Richard Schaffer einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Toll, wie schnell die ablassen. So. Nee, aber habe ich hiermit so drei zufällig. Also, wenn es euch interessiert, nendem.de. Gut. Pläne gegen Netzpornografie. Pornofilter, sagen jetzt viele, ist Zensur. Muss ich selber sagen. Find ich ehrlich gesagt gescheit. Ich meine, es ist ja keine Zensur. Man kann es ja trotzdem noch. Ja, oder und spielt er mich. Jawohl. Coole Spiele übrigens. Werde ich aber trotzdem wahrscheinlich nicht letzt testen. Yeah!
Wie der uns nicht sieht, ey. Nee, ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Also finde ich eigentlich nicht schlimm, finde ich einen sinnvollen Schritt. Okay, das Ganze, den Filter, dass man da extra beim Provider anfragen muss und so, finde ich ein bisschen aufwendig. Da hätte es vielleicht auch ein Online-Formular einfach nur getan. Aber so grundsätzlich finde ich das ganz gut, weil ich muss selber sagen, es gibt ziemlich, ziemlich viel Werbung und das regt einfach auf die Dauer auf. So, Tarifstreit mit Verdi, Amazon bleibt hart. Naja, das Thema Amazon hatten wir ja schon mal. Gut, jetzt muss ich mal gerade hier auf neu laden drücken, da muss ich mal noch einen Button für machen. So, wir gehen derweil mal hier, glaube ich, hoch. So, aua. Boah, wie viele Bogenschützen hier rumrennen. Ist ja langweilig. Wanderer von Steinerschlangen. Okay, da kann ich jetzt nicht viel Meinung dazu geben. Aber finde ich gut von den Steinen, ja. Bayerische Wanderer hinterlassen einfach viel zu viel Müll. Die gehören echt gesteinigt. Nee, weiß ich echt nicht. Internet-Community. Reddit schickt Atheisten und Politfels auf die hinteren LOL. Ja, da bin ich gestorben, während ich hier gelesen habe. Da sollte ich vielleicht doch mal ein bisschen mehr auf den Monitor schauen. Internet-Community, Reddit schickt Atheisten und Politfans auf die hinteren Plätze. Finde ich gut, dass die Atheisten auf die hinteren Plätze kommen. Schäuble lobt Griechenland. Okay, das interessiert mich jetzt gerade weniger. Was zu EEG? Warum Hollywood den Osten liebt? Das interessiert doch kein Schwein, ey. Feuerwerk für König Philippe. Ihr wagt es in meinem Beisein zu sehen. Und wieder einer weg. Alter, gibt's eigentlich irgend so einen Killcounter? Naja. Familienpflegezeit bleibt ein Ladenhüter. Bitte was? Fordert Recht. Ach, keine Ahnung. Also, die Themen sind irgendwie relativ kurzweilig. Alter, jetzt lass mich mal in Ruhe hier. Ich habe auch ein Recht zu leben. Ach, das ist ja nervig mit den Typis hier. Das ist hier echt Wahnsinn. Boah, ey. Boah, wie laut die vor allem gerade auf meinem Ohren sind. Plant Google Android-Konsole? Bitte was, das will ich jetzt lesen. Das will ich lesen. Amazon gibt Nutzern zur CD die MP3-Version dazu. Ja, das machen die doch schon eine ganze Weile. Finde ich übrigens gut. Die Grenzen der Kunst interessieren mich jetzt. Boah, ich kann so schlecht spielen und hier gleichzeitig das auch noch lesen. So, was... Alter, wieso singen die mich immer? Ist doch hammernervig. So, gerade mal hier rein sollst du. Und mal kurz warten. Derweil kann ich hier mal... Er ist einfach verschwunden. So, weiter. So, irgendwie lädt das gerade nicht ordentlich. Wieso sterbe ich eigentlich? Ich bin so intelligent. Wenn Ihnen die Messer aufgehen, füllen Sie Ihren Vorrat in. Füllen Sie Ihren Vorrat auf! Ja, das weiß ich mittlerweile auch. So. Ach, den Ort kenne ich ja überhaupt nicht hier. Dieb, elender Rupp! Da ist schon wieder so ein Bogenschützen. Spawnen die nach oder was? Boah, ist doch nervig. Kann man nicht mal in Ruhe über die Dächer rennen hier. Törichter, Alter, irgendwie mag mein Tablet gerade nicht. Ah, doch, jetzt geht's. Nee, nicht wirklich. Egal, dann passe ich mal hier. Alter, schon wieder fast runtergefallen. Boah, auch kein Schwein. Wahrscheinlich meinen sie damit Chromecast. Fände ich übrigens voll cool und der ist voll billig. Ja, Moment, was steht hier? 3D-Brille, war das, wie hießen das gleich wieder? Nicht Holocaust. Oculus Drift oder so heißt sie, glaube ich. Ja, finde ich ganz cool. Gibt's auch mittlerweile schon einige Spiele für. Finde ich aber persönlich noch ein bisschen teuer und ein bisschen unausgereift. Also... Ja, also finde ich irgendwie ein bisschen, wie viel kostet denn? Was? Steht das hier irgendwo? Oh, 300 Euro geht sogar. Nee, aber
Finde ich ein bisschen unausgereift, weil du hast halt echt nur, was weiß ich, 400 mal irgendwas Pixel auf jedem Auge. Und das merkst du halt trotzdem noch deutlich, also. Oh! Hat mir gar keinen Schaden gemacht. Bin ich ein Lacker, ey. Moment, dann lade ich hier nochmal neu. Netzrad. Gewehrt sich gegen Drosselkomm vor. Okay, Drosselkomm hatten wir, glaube ich, schon mal. Das Katzenhaus sieht so. Jeder fünfte ohne Impfschutz? Na, ich bin geimpft. Sollte man auch machen, finde ich. Chefwechsel in Farmville. Das interessiert doch jeden wunderbar hier. So, Xbox Manager führt künftig Zünger. Naja, gut, dann haben wir bald Farmville One. Was man, wenn man zu März spielen will, auf Facebook extra kostet. Nur noch im Abo gibt die Premium. Nee, keine Ahnung. 3000 Euro Strafe für verstecktes Impressum hat Facebook jetzt gekommen. Hammer, nice. Und irgendein Ex-Fußballer wurde mal wieder angeklagt. Wie aus einem Verdächtigen 1 Million werden? Aha, aha, aha. Norwegens Kronprinz tanzt aus der Reihe und der lässt mich hier nicht in Ruhe. Aua! Jetzt lass mich doch mal mein Schwert ziehen. Ich hau dich hier gleich runter. So. Doch nicht. Ach, das ging früher so schön, aber mit diesem Kombo. Wieso kann ich eigentlich den Bogen da nicht aufheben? Voll nervig. Ich will auch so einen süßen Bogen. Cool, wie man die alle töten kann hier. Prism, Deutsche unzufrieden mit schwarz-gelber Aufklärung. Okay, das muss ich echt sagen, weil deutsche Regierung sich da überhaupt nicht so äußert, da alle Amerika in allen Ehren, du, aber. Trotzdem sollte man da mal ein bisschen was zu sagen. Schon wieder einer. Ja, der läuft mir aber gerade hier praktisch über den Weg. Da hinten habe ich schon wieder einen gesehen, glaube ich. Erstmal ausweichen, so. Boah, wo geht's denn jetzt hier lang? Boah. Also, ich habe mir ja eigentlich vorgenommen, Jerusalem hier noch irgendwie zu schaffen in der Aufnahmesession. Aber so ganz positiv stehe ich dem gerade nicht gegenüber, so oft wie ich hier sterb. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Hier war ich schon mal, das weiß ich noch. Und da hinten muss ich hin. Warum tut ihr das? Da unten waren wir gerade auch schon. Hier ist noch so eine Wache auszuschalten. Vielleicht die umfallen und wie gerade. Ich will aber den Bogen. Ich will den Wachen ihren Bogen abnehmen. Bin ich voll gemein. Huch, wer, da läuft einer über die Mauer da unten. Was macht denn der da? Was macht der da? So, irgendwo hier war doch jetzt unser Ziel. Ich glaube da oben hoch noch. Ob das nicht zu nah an dem rechts ist? Fällt der da jetzt runter? Nein, natürlich nicht. Der fällt rückwärts um. Hey, Schwung! Und gleich wieder rauf hier. Da oben steht schon wieder einer. Oh, okay, ja, ich glaube, ich tue die mal hier Dächer einfach mal ein bisschen absichern, weil ich glaube, wir sind jetzt schon vor dem Mord, sprich unser Ziel läuft da unten irgendwo rum und ich würde sagen, beziehungsweise ich habe den Tipp bekommen von euch, dass man die alle umbringt, also den indirekten Tipp. Es haben sich nur ein paar in meiner Anwesenheit darüber beklagt, dass man da nicht fliehen kann, wenn man die vorher nicht alle ermeuchelt. Ermeuchelt, genau. Wenn man die vorher alle umbringt, dementsprechend bringe ich die mal jetzt gerade. Hier irgendwo ist einer, da oben steht einer. Dass ich die, komm, du siehst mich nicht, dreh dich um. Jawohl. Genau, weil, dass ich die jetzt alle mal schnell vorher umbringe, weil sonst kann ich nachher nicht ordentlich fliehen. Nach dem zweiten Mord. Jawohl. So, go, go. Ich glaube, hier ist ein Schnitt. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.